Ja, hallo. Hier möchten wir jetzt einmal die While- und die For-Schleife vergleichen. Und zwar sind diese doch sehr ähnlich. Das möchte ich hier einmal näher erläutern. Und zwar haben wir jeweils einen Anfangsausdruck, einen Abbruchausdruck, eine Anweisung und einen Inkrementausdruck. Und bei der While ist das so, dass zuerst die Initialisierung der Steuervariablen hier erfolgt. Und diese dann auch hier mithilfe der Abbruchanweisung selbst beeinflusst. Somit entspricht hier diese While unserer Vorschleife. Das ist aber nicht immer so. Es muss genau so passend sein. Ansonsten hat man einige wenige Unterschiede, die sich auch in der Mitnutzung später bemerkbar machen. Ja, das nur als kleiner Vergleich hier und damit Sie sehen, dass diese Schleifen nicht wirklich sehr unterschiedlich sind. Okay.